Moin moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich habe hier gerade mal wieder so ein bisschen mein Home-Studio aufgebaut. Es hat sich doch einiges angesammelt, das ich jetzt mal strukturiert abarbeiten wollte sozusagen. War hier gerade so ein bisschen am Plan, welches Video ich wie mache und irgendwie ein wenig effizient arbeiten zu können. Und dann dachte ich in dem Zuge, weil ich sowieso in der Planung war, es ist alles aufgebaut, warum mache ich nicht mal wieder ein Kanal-Update? Daher jetzt herzlich willkommen zu einem ganz spontanen kleinen Kanal-Update. Das ist ja in regelmäßigen Abständen gang und gäbe, so auch bei mir. Und wenn dich jetzt also interessiert, was aktuell so abgeht und wie es weitergehen wird und was so der Plan ist, dann bist du herzlich eingeladen, dir dieses Video anzuschauen. Ich hatte es ja in der Vergangenheit auch in anderen Videos immer schon mal so ein bisschen durchklingen lassen oder so, dass dieses gesamte Hobby, beziehungsweise die Hobbys, die es ja eigentlich sind, also das Messerthema, aber insgesamt auch das EDC-Thema und auch das Hobby YouTube an sich gewissen Schwankungen unterworfen ist. Das ist auch nichts weiter Erstaunliches, das wird den allermeisten so gehen. Man hat aus privaten und beruflichen Gründen natürlich immer mal mehr und mal weniger Zeit für seine Hobbys und Leidenschaften, so natürlich auch bei mir. Und natürlich schwankt auch die Lust zum Teil aufgrund irgendwelcher Umstände. Und ja, dementsprechend habe ich jetzt auch immer wieder Phasen, wo es mal längere Pausen gibt. Natürlich versuche ich manchmal davor zu produzieren, manchmal klappt das aber auch nicht so gut. Und ich bin da mittlerweile für mich eigentlich auf einem ganz guten Stand, dass ich da sehr entspannt bin, nicht mehr so diesen inneren Stress habe, jetzt unbedingt immer auf Krampf da schon vorproduziert haben zu wollen. Wenn es mal längere Pausen gibt, dann ist das einfach so. Aber jetzt ganz grundsätzlich wird es keine riesen Neuerungen geben. Es wird sich hier nicht groß was ändern. Immer dann, wenn ich die Lust, die Zeit und das Material habe, werde ich hier mal neue Videos machen. Und der Kanal wächst langsam vor sich hin. Das freut mich natürlich extrem. Es ist super cool von euch allen da draußen so viel Feedback zu kriegen. Die Abos und Klickzahlen sind jetzt natürlich nicht alles entscheidend, aber auch so viel Herrlichkeit muss sein. Natürlich freut man sich, wenn es da insgesamt immer ein Stück weiter nach oben geht. Und ja, so freue ich mich darüber sehr. Vielen Dank an jeden Einzelnen von euch, der hier regelmäßig reinschaut, der kommentiert und in irgendeiner Form mit diesem Kanal interagiert. Ich freue mich wirklich sehr. Ich freue mich, von euch zu lesen. Ich freue mich auf Input. Auch kritische Stimmen werden auf jeden Fall wahrgenommen und dann überlege ich, was ich daraus dann mache. Und ja, im Zuge dieses Wachstums habe ich dann natürlich aber auch das Glück, dass immer mal wieder irgendwie ein Päckchen rumkommt. Und so ist auch das jetzt aktuell wieder der Fall. Wobei so viel hiervon, da geht es eigentlich nur um das Küstol. Das ist ein Outdoor-Messer, ein kleines Schnitzmesser, das jetzt gerade bei mir angekommen ist. Das geht jetzt in den Test. Das werde ich irgendwann in der Zukunft dann nochmal ausführlicher vorstellen. Darauf freue ich mich schon sehr. Cooler kleiner Stachel. Auf den ersten Blick, finde ich, sieht man da sofort, hier ist das Leitthema Form Follows Function. Da liegt dann ja aber auch eine gewisse Schönheit und Eleganz drin, wenn sich ganz auf die auf die Funktion konzentriert wird. Bin ich sehr gespannt, wie es sich in der Praxis schlägt. Da habe ich Bock drauf. Und ja, dann kommen noch zwei Taschenlampen, glaube ich, sind noch auf dem Weg, die ich dann noch vorstellen darf und testen darf. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Und so ist dann auch immer ein bisschen für Nachschub gesorgt. Das ist cool, darüber freue ich mich natürlich. Gleichzeitig habe ich aber auch vielen Kram mir jetzt auch wieder angeschafft, wie das dann ja auch immer so ist. Das Geld muss ja unter die Leute, nicht wahr? Und so wird es jetzt demnächst, ich glaube, da setze ich mich jetzt direkt hier nach dran, noch mal ein bisschen was zu der Firma Flisser geben. Ich hatte ja schon hier dieses extrem krasse Preis-Leistungs-Budget-Messer hier von Amazon vorgestellt, von der Marke Flisser. Haben ja auch einige andere Kanäle vorgestellt, ich war da auch gar nicht der Erste. Schaut da auf jeden Fall nochmal rein. Ich meine, der Markus hatte ja auf jeden Fall da auch schon mehrere zugezeigt. Und da war ich auch, das ist jetzt schon Wochen bis vielleicht sogar Monate her, direkt nochmal schwach geworden mit diesem Button-Lock, auch von der Firma Flisser. Und dazu wird es jetzt auf jeden Fall auch noch ein Review geben.
kann so viel vorwegnehmen. Echt krass, was man da für knapp 20 Euro so bekommt. Tolle Action, tolle Verarbeitung, wirklich ein klasses, cooles Teil. Gefällt mir eigentlich sogar noch ein bisschen besser als dieses, wobei das deutlich leichter ist. Also im Zweifel immer lieber beide haben, aber ja, dementsprechend hatte ich mich so ein bisschen mehr mit der Marke Flisser beschäftigt. Wie gesagt, Review dazu kommt. Und in dem Zuge, weil ich dann noch auf der Suche nach was anderem war, naja, machen wir es kurz, ich war letztens mit ein paar Kumpel wieder auf einer kleinen Tour, Overnighter am Meer und liebe Grüße Henning, da ist dann meine Klappsäge abgebrochen. aber naja, wäre mir wahrscheinlich genauso passiert, war auch schon älter. Nun brauchte ich dann irgendwie Ersatz und kam da wieder auf die Marke Flisser und dachte, da hatte ich doch was gesehen. Ja, und dann habe ich gedacht, kann man da doch einfach mal testen und habe mir dieses sehr günstige Outdoor-Set sozusagen von denen bestellt. Also primär geht es mir da um die Klappsäge. Es ist aber auch noch ein Fixed dabei. Ja, ich meine auch 20 Euro hat das gekostet, wirklich eine Ansage der Preis. Und da möchte ich dann aber natürlich auch rausgehen und das nochmal testen. Es könnte ja eine tolle Empfehlung als Bushcraft-Einsteiger-Set oder sowas sein. Gerade vielleicht auch, wenn man seinen Kids da mal irgendwie was mitgeben will. Ja, das wird jetzt auf jeden Fall auch bald kommen. Da freue ich mich schon mal wieder irgendwie in den Wald zu fahren und so ein bisschen zu werkeln. Und einfach, weil es mir noch mit vorgeschlagen wurde und Amazon ja weiß, wie sie die Leute rumkriegen, da war dann auch noch dieses Flisser-Taschenmesser dabei. Ja, nun schon ein etwas spezielleres. Wir haben hier einen Flipper, wir haben G10 auf einer Seite und dann hier so einen integrierten Kapselheber. 10 Euro. Ich dachte, ach, was soll's. Gucke ich mir mal an. Freue ich mich natürlich immer drüber, wenn ich dann noch so ein bisschen Content generieren kann. Aber ja, irgendwie, ja, so, es musste ja, wo Sonne ist oder wo Licht ist, muss ja auch Schatten sein. Flisser kann also doch nicht auf ganzer Linie überzeugen. Aber das schauen wir uns alles der Reihe nach an. Und auch zu diesem Messer wird es wahrscheinlich dann noch ein kleines Review geben. Aber naja, das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Dann ist heute gerade bei mir angekommen das Hugin Compact. Richtig cooles Teil, freue ich mich total drüber. Bin ich durch ein Video vom Stefan drauf gekommen. Und ja, jetzt habe ich heute schon das Unboxing dazu gedreht, will mir aber Zeit lassen für die Tests bzw. Erfahrung mit dem Teil. Und dann schneide ich in das Video direkt noch die Langzeiterfahrung mit rein. So habt ihr dann in einem Video alles zusammen. Dadurch wird das dann aber noch ein bisschen dauern. Aber der erste Eindruck ist auf jeden Fall schon mal richtig gut. Das Mikata fühlt sich toll an. Ich bin sehr zufrieden bisher damit. Und was ich dann hier auch noch liegen habe, das Microtech MSI, ein krasser Bolide, wirklich ein cooles Teil hier mit dem Ramlock. Ja, eine krasse Action. Ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Das soll jetzt bald auch kommen, aber irgendwie, ja, ich bin noch die ganze Zeit am Überlegen, wie ich diesem coolen Teil gerecht werde. Ich würde gerne, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dem müsste man mehr Tribut zollen, aber ich weiß noch nicht genau wie. Ich spiele aktuell noch viel damit rum, erfreue mich daran und werde euch dann bei Zeiten das nochmal genauer und aus der Nähe vorstellen. Aber hier schon mal ein kleiner Sneak Peek, ein wirklich cooles Teil. Ja, das ist so ein bisschen das, was inhaltlich hier so auf dem Tisch liegt jetzt im wahrsten Sinne des Wortes und was so in den nächsten Wochen kommen wird. Also ihr seht, für Nachschub ist rein an Reviews da gesorgt. Lasst mich gerne schon mal wissen in den Kommentaren, worauf ihr euch da freut oder ob ihr zu irgendwas davon spezielle Tests sehen wollt oder ob ihr da spezielle Fragen habt, dann könnte ich das nämlich direkt noch mit einfließen lassen. Das wäre ja vielleicht eine ganz coole Gelegenheit. Ansonsten möchte ich natürlich auch immer versuchen, den Content so ein bisschen ja, abwechslungsreich zu gestalten. Da bin ich dann auch immer auf der Suche nochmal nach so ein bisschen anderen Themen. Ich ja, finde es ja auch für mich selbst dann spannender. Werde ich mal gucken, was die Zukunft so bringt, was mir noch so einfällt. Und auch da, wenn ihr Wünsche und Fragen oder irgendwas habt, lasst das gerne in den Kommentaren da. Kann ich natürlich nicht versprechen, dass ich da auf irgendwas von eingehe, aber Anregungen sind immer gut und oft ja auch fruchtbar und so passt es dann vielleicht ganz besonders gut. Ja,
ganz allgemein. Ansonsten bin ich immer noch am Versuchen, dieses Hobby möglichst effizient in meinen Alltag zu integrieren. Gerade auch, es gehört ja einfach nicht nur das YouTube-Machen dazu, sondern ja auch das YouTube-Konsumieren, bei den Kollegen reinschauen, kommentieren. Und gerade was das angeht, merke ich immer wieder, dass das für mich ein Zeitfresser ist, der oft auch für so ein bisschen schlechte Laune bei mir ganz persönlich sorgt, dass es dann ja, sich einfach nicht gut für den Alltag anfühlt. Dadurch habe ich einfach weniger Zeit und Gelegenheit, bei den Kollegen dann mal reinzuschauen und auch ausgiebig zu kommentieren und so weiter, was ja eigentlich ein Großteil dessen ist, was dieses Hobby so ausmacht und diesen Community-Gedanken und dass man, ich freue mich immer, wenn ich Feedback unter meinen Videos bekomme und so will ich natürlich auch Feedback bei den anderen geben. Das ist im Moment das Hauptzeitding, wo es mir am schwersten fällt. Dementsprechend muss ich da dann halt auch Abstriche machen. Ich habe es schon mal betont, sorry an jeden Kollegen, der keinen Kommentar von mir kriegt. Also das klingt jetzt auch alles so ein bisschen übertrieben. Ne? Das sitzen ja nicht alle zu Hause und warten darauf, dass Nico jetzt kommentiert. Natürlich nicht, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Hatte ich auch in einem anderen Video schon angesprochen. So ein bisschen zwickt da immer das schlechte Gewissen, weil ich halt weiß, wie schön es ist, wenn man da sich die Mühe macht und Videos online stellt, dass man dann da auch gerne Feedback zu haben will in Form von Kommentaren, Daumen rauf, Daumen runter, was weiß ich, alles Mögliche. Genau. Aber es ist und bleibt ein Zeitfresser. Zeit ist für uns alle das höchste Gut und wir müssen damit haushalten. So ist es nun mal. Sonst rein für euch noch als Zuschauer vielleicht noch ein kleiner Sneak Peek. Ich habe hier schon mal zwei Pakete zusammengestellt. Es sammelt sich ja ganz offensichtlich doch immer noch hier einiges an und das möchte ich nicht immer alles nur für mich behalten natürlich. Da wird dann auch immer mal was verschenkt und geht wieder unter die Leute und damit habe ich jetzt dann auch gedacht, die Weihnachtszeit steht bevor, da könnte ich doch nochmal 1, 2, 3 kleine Giveaways machen. Genau, deswegen habe ich hier schon mal jeweils eine Taschenlampe und ein Taschenmesser mit Holster und ein bisschen Kleinkram zusammengepackt. Ich weiß noch nicht ganz genau, ich vermute mal irgendwie an die Adventszeit gebunden, werde ich da auf jeden Fall dann auch noch was raushauen. Wenn dich das interessiert, abonniere den Kanal kostenlos, dann bist du stets informiert, wann das rausgeht, wie das rausgeht. Ich weiß es alles noch nicht ganz im Detail, aber ja, Vorweihnachtszeit bietet sich dafür ja an und ich werde mal gucken, ob mir vielleicht noch 1, 2 Kleinigkeiten einfallen, die dann auch irgendwie wieder unter die Leute können. Jo, das war's im Prinzip. Wie gesagt, so viel Neues ist jetzt nicht dabei. Das ist das, was mich aktuell beschäftigt, was so ansteht. Ganz entspannt in die Zukunft gucken. Die Weltlage ist ja im Moment nicht so sonderlich mutmachend. Da muss man sich dann ins Private zurückziehen. Und ich freue mich jetzt total auf die Vorweihnachtszeit mit meiner Familie. Es geht tatsächlich dieses Jahr auch nochmal nach Schweden. Darauf habe ich auch schon richtig, richtig Bock. Und ja, dann werden wir mal gucken. Machen wir es uns alle gemütlich, bleiben wir alle nett zueinander und mehr muss jetzt, glaube ich, auch erstmal gar nicht gesagt werden. Ich wünsche euch allen alles Gute. Wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch, der irgendwie Teil ja auch dieses ganzen Kanals mit ist, sei es in jedweder Form, wie ihr euch beteiligt. Ich freue mich wirklich sehr. Ich wünsche euch allen alles Gute. Bleibt gesund oder werdet es, wenn ihr es nicht seid. Genießt die Weihnachtszeit mit euren Lieben. Und ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüssing.